Freising ist ganz eng mit der Isar verbunden. Salz wurde geflößt für die Bischofsstadt Freising. Wein aus Südtirol wurde geflößt und die Besitzungen des Hochstifts Freising reichten also bis zum Karwendelgebirge, wo die Isar mehr oder weniger entspringt. Landschaftstypisch ist ja, dass die Isar aus der Eiszeit aus dem Karwendelgebirge kommt und diese Topografie auch mehr oder weniger geprägt hat in Freising. Also wirklich besonders, dass hier diese Isar war früher begradigt, eingebettet zur Wasserkraftgewinnung. Und hier an der Stelle ist es wieder ziemlich offen und meandriert die Isar auch. Und dieses Geschiebe geht einfach mit und diese Kiesbänke entstehen, verlagern sich immer wieder. Und diese verschiedenen kleinen Flüsschen, die sich entwickeln zwischendrin und diese Inseln, sind schon was Besonderes hier an diesem Ort. Zum anderen haben wir aber auch diesen Auwaldbereich, der links und rechts natürlich die Isar begleitet und der hier noch recht intakt und sehr artenreich auch ist. Und deswegen wurde das Ganze auch zum Naturschutzgebiet ausgewiesen, um diesen ganzen Schatz zu erhalten. Für viele Pflanzen, die brauchen auch Rohbodenstandorte, dort laichen die Fische auch sehr gerne ab und viele kleine Wasserlebewesen halten sich auch hier ganz besonders gerne auf. Man kann einfach mal die Seele baumeln lassen hier auf der Kiesbank, die Gedanken fließen lassen und die schöne Natur hier vor der Haustüre im Landkreis Freising genießen.